Unsere exzentrischen Programmierer haben sich zurückgezogen, um kühne Features für buff.de zu entwickeln. Sie arbeiten bestimmt an irgendeinem kniffligen Problem. Was das wohl sein mag? PHP oder Datenbankkodierung? Also das Problem hier macht mich fertig. Ja Mensch, ich weiß auch nicht, was wir zum Mittagessen bestellen sollen. Da, Pizza Salami wäre im Angebot. Ja, aber nur, wenn ich einen kleinen Beilagensalat bekomme. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Eine schwerwiegende Krise, sicherlich wegen eines wichtigen Themas. Stehen die Buff-Server in Flammen? Alarmiert den Vorstand! Also ich habe da eine dämliche Blutelfen-Actionfigur jedenfalls nicht angebracht. Ja, und warum steht sie dann heute 5 cm links von der Maus, anstatt wie sonst 10 cm rechts von der Tastatur? Und hat die Putzfrau überhaupt ein Alibi? Also eins ist wohl klar, wenn du nochmal meine Blutelfe anfasst, kann sich deine Nachtelfenstatue auch was gefasst machen. Mensch, Leute, ganz ruhig, Mensch, ist doch bloß eine Actionfigur. Nein, das ist meine Blutelfe, da hat keiner rein zu gehen. Ja, aber sieht doch so auch schön aus, oder? Das ist überhaupt, bist du meine Nachtelfe in Ruhe? Ganz unauffällig. Oh, ich glaube, er hat uns gesehen. Pass bloß auf, mit der Zweierhut ist nicht zu spaßen. Ob ich dieses Jahr brav genug war? Warum kommt denn der nicht rein, ey? Das macht mich ganz nervös. Ja, mei, so angestrengt wie die arbeiten. Ich hätte ihnen jetzt gerne ein paar Geschenke bringen. Aber die arbeiten bestimmt jetzt an der neuesten Version von Blask. Da stehe ich besser nicht. Hallo liebe Zuseher, na, stehen bei euch alle Bäume noch? Und es gab auch keine Familienmitglieder, die das mit Burning Crusade und dem Tannenbaum zu wörtlich genommen haben? Kaum sind die Klippeneber, Rippchen und andere Festtagsköstlichkeiten verdaut, beschäftigt man sich schon mit den guten Vorsätzen fürs neue Jahr. Wir haben ein Teammitglied, das sich gesagt hat, 2008 weniger Reparaturkosten. Und deswegen lässt dieser junge Mann es jetzt noch einmal richtig krachen. Sobald der Werbespot gelaufen ist. Erlebe die Revolution der Spielewelt. The Eye of Judgment vereint traditionelles Sammelkartenspiel mit interaktivem Entertainment. Beschwöre deine Fantasie, erwecke gewaltige Kreaturen und Monster zum Leben. Die Macht liegt in deiner Hand. The Eye of Judgment, jetzt exklusiv für PlayStation 3. Hallo liebe Zuschauer, nachdem wir euch das ganze Jahr über mit mehr oder weniger interessanten Infos aus World of Warcraft versorgt haben, machen wir heute zum Jahresabschluss mal was richtig Albernes. Ich begebe mich mit meinem Gnomen mal wieder in irgendwelche dämlichen Gefahren. Zuerst geht's mal nach Onyxias Hort. Viele von euch hatten ja die Idee, dass wir doch mal was aus den alten Instanzen zeigen sollen, die vor Burning Crusade aktuell waren, wie hier zum Beispiel Onyxias Hort oder der geschmolzene Kern. Blöderweise kenne ich halt keinen Raid, der da noch hingeht, deswegen müssen wir das hier mal zu zweit regeln. Benny hilft mir hier ein bisschen dabei, indem er die Wachen ablenkt und ich versuche mal, die Drachendame anzugreifen. Hier ist auch schon die letzte Kurve und gleich geht's los. Ach verdammt, seit wann ist dort noch ein Wächter? Ja, der greift mich dann auch gleich an, aber ich versuche mal, hier die Beine in die Hand zu nehmen und dem Vieh doch noch einen reinzubraten. Ach, knappes Ding. 200 Meter haben gefehlt, soll sie halt weiter schlafen. Jetzt bin ich hier auf dem Shergard unterwegs, wo man mit dem Flugmount aufpassen muss. Denn nicht nur unten sind Teufelsflakkanonen, sondern auch von oben wird man beballert. Von diesen komischen Drachenviechern hier. Das geht ganz fix, kriegt man einen Feuerball und landet meistens unsanft auf dem Boden. Hier gibt es dann außerdem noch diese Teufelsschmieden. Da muss man auch vorsichtig sein, sollte man auch nicht einfach mal dran rumspielen. Denn da ganz, ganz schnell gehen, taucht so ein dickes grünes Vieh neben einem auf und ist irgendwie genervt, dass man es geweckt hat oder was weiß ich. Auf jeden Fall prügelt er hier mit seiner Riesenstange ganz schön auf mich ein. Immerhin halte ich noch 2 Schläge aus, aber so richtig zu gewinnen war der Kampf allerdings auch nicht. Hier sind wir jetzt am Landeplatz von Bashir, wo diese komischen Astraleumsgefängnisse sind. Da habe ich seit Ewigkeiten schon den Schlüssel im Inventar. Mal gucken, was der bringt. Ah, ein Gronn. Der haut auch ganz schön feste zu. Ich glaube, das ist auch nicht wirklich für Solospieler gedacht hier. Da liegt er wieder, der arme Gnom. Ja, und wer die Skettis Daily Quest häufig macht, kennt sie nur zu gut, die blöden, monströsen Kaliris. Und da habe ich mir doch mal ausgedacht, ich probiere mal, wie viele von den Viechern man eigentlich pullen kann. Allerdings ist das letztendlich gar nicht so einfach, wie ich mir gedacht habe, weil sonst sind die Viecher immer in den unpassendsten Momenten da und aggroen
Aber wenn man es mal wirklich drauf anlegt, ist das gar nicht so einfach. Da hauen die entweder ab oder greifen erst gar nicht an. Aber wenn man ein paar Runden dreht, habe ich jetzt glaube ich schon sogar 3 von den Viechern erwischt. Oh, und dann wird man natürlich dismounted und schlägt unsanft aus. Kennt jeder von euch. Dann ist auch noch sehr spaßig, dass der gute alte Springomat 4000 in Nackrand. Bei dem muss man nämlich den Schlüssel anwenden und dann rechtzeitig oben den Buff wegklicken, um auf den Eiern zu landen. Hätte ja auch fast geklappt. Hier hätte ich noch eine tolle Idee. Ich versuche mal mit meiner leichten Feder mal nach Garador einfach ins Haupthaus reinzusegeln und den Wachen dort mal Hallo zu sagen. Das klappt auch wunderbar. Vielleicht lande ich ja sogar oben auf dem Dach und kann dann von oben angreifen. Aber das passt wohl ziemlich genau mitten rein. Und da sind die dann auch recht schnell bei der Sache hier. Auch keine gute Idee ist es, als Aldor mal oben bei den Seern vorbeizuschauen und da ein wenig stumpf zu machen. Hier gibt es nämlich diese großen Arkanwächter. Mal gucken. Ha, bei denen ziehe ich sogar so ein bisschen was ab. 80%, den schaffe ich sogar noch. Aber nein, der alte Spielverderber verbannt mich einfach, indem er mir einen Debuff gibt und mich einfach vor die Tür setzt. Tja, da stehe ich nun mit Wiederbelebungsnachwirkungen und noch einen fiesen Debuff, der mir nochmal 20% von den Attributen abzieht. Tja, kleiner verbannter Gnom. Zum Schluss habe ich noch eine grandiose Idee. Ich gehe einfach nach Orgrimmar und versuche der Horde das Winterhauchfest zu verleiden, indem ich einfach mal Altvater Winter umhaue. Denn wie jeder weiß, sitzt der echte Altvater Winter ja mitten in Eisenschmiede. Deswegen muss das hier irgendein Hochstapler sein. Wollen wir den doch mal auffliegen lassen. Und selbst wenn er echt ist, dann hat er immerhin fette Beute dabei, hoffe ich. Kann ich dann die Geschenke von den ganzen Orksen hier einheimsen. Jetzt hat mich die Wache allerdings auch entdeckt. Ich muss mich ein wenig beeilen. Und direkt hinter den schönen Palmen hier findet sich dann eine Weihnachtstanne, wo sie die wohl wieder geklaut haben, die Orks. Und da ist er ja, Altvater Winter in grün. Das kann doch nicht der echte sein. Allerdings lässt sich der Feigling auch nicht von mir angreifen. Tja, versuche ich noch ein paar Geschenke zu greifen, aber irgendwann sind es dann doch zu viel Wache, selbst für einen Gnom. Naja, hätte ja klappen können. Da in dem sommerlichen Orgrimmar gerade nicht so richtige Winterstimmung aufgab, versuche ich jetzt einfach noch mal eine Schneeballschlacht anzuzetteln mit dem Verdammniswandler, der irgendwie schlechte Laune verbreitet, und hau ihn gleich mal einen Schneeball hinten dran. Haha, nimm das, du Blechdose. Oh, wie gemein, der benutzt gar keine Schneebälle. Tja, in einer fairen Schneeballschlacht hätte ich den locker fertig gemacht. Tja, und jetzt noch mal die Rechnung präsentieren lassen für diese Runde Spaß in der Scherbenwelt. 29 Gold. Na, Gott sei Dank gab es Geld zu Weihnachten. So, das war Gnome in Gefahr 2007. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch ein erfolgreiches Jahr 2008 mit möglichst wenig Repkosten. Tschüss! Nach diesen heiteren Ausflügen möchten wir jetzt doch ein wenig ernsthafter werden, denn wir bei der BAFT-Show sind uns unseres Bildungsauftrages bewusst. Deswegen haben wir uns gefragt, Jahresendzeit, besinnlich, man neigt zu ernsthaften Reflexionen. Interviewen wir den Bundespräsidenten oder den Papst? Viel besser. Wir haben mit ihnen gesprochen, den Schöpfern der Comicserie Shakes und Fidget, Oscar und Marvin, mit einigen ernsthaften Gedanken zum Jahreswechsel. Hallo. Wir sind Shakes und Fidget. Und wir wünschen euch ein frohes Fest. Und ein fröhliches neues Jahr. Ja. Marv, wie sieht's aus? Ihr schreibt ja jetzt an eurer Shakes and Fidget Serie nach ganz neuem Konzept einen Fortsetzungsroman, nenne ich ihn mal. Ne? Ist ja jetzt mal was ganz anderes. Und wie seid ihr denn darauf gekommen? Wie sind wir darauf gekommen? Also wir fanden eigentlich, dass Shakes and Fidget als Figuren, diese Einseiten-Sachen, die funktionieren ja mal ganz gut. Und wir dachten uns, eigentlich wäre es doch mal wert, die beiden Figuren auch mal in so eine richtig lange, tolle Story reinzupacken, wo sie einfach mal lustige Situationen ausgesetzt
sind. Seinen tollen, toll. Ja. Wie geht's denn da weiter? Habt ihr da schon irgendwie so einen Plan, wie lange das Ganze werden soll? Gibt's da schon so kleine Informationen für die Fans da draußen? Ja, wir waren natürlich furchtbar clever und haben uns gedacht, wir machen, denken wir uns ein Ende aus, einen Anfang aus und ein Ende aus. Und alles, was dazwischen passiert, können wir so lange strecken, wie wir wollen. Also sprich, wir können sagen, fängt hier an und passiert ein bisschen was und dann ist vorbei. Oder wir strecken das ewig lang und die sind ewig unterwegs und dann irgendwann kommt es erst zum Ende. So, dass wir die Freiheit haben, wie lange wir das durchziehen wollen. Und wie viele Gags wir da noch mit drin einbauen können. Apropos Gags, ihr habt ja in euren Comics so kleine versteckte Easter Eggs, nenne ich sie mal. Zum Beispiel gibt's da diesen einen Pilz. Ja, also die Fans suchen in jeder Folge jetzt immer so nach diesem kleinen versteckten Pilz. Ist das geplant von euch? Ich weiß nicht, wovon du redest. Nee, sicherlich ist es irgendwie geplant. Aber wir sagen uns da einfach, der muss jetzt irgendwo mit rein. Dieser kleine orangene Pilz, den man, wenn man aufmerksam gelesen hat, unsere Storys, den eigentlich schon in der ersten Episode gesehen hat. Alles klar. Damit gebe ich ab. Bis zum nächsten Mal. Habt ihr noch was zu sagen, Jungs? Ich mag dich. Oh. Ja, und die Leute, die vielleicht unsere Comics noch nicht kennen, schaut euch mal ein bisschen um auf der Buff-Seite. Da werdet ihr bestimmt fündig. Wollt ihr beide allein sein? Tschüss. Hau ab. Wir bedanken uns für diese Worte der Weisheit aus dem Munde von zwei Lichtgestalten, Vorbildern für Millionen von jungen Menschen. Und zum letzten Mal im alten Jahr gibt es nun eine Ausgabe der Add-on-Werkstatt. Und da haben wir uns etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Willkommen zu einer Spezialausgabe der Add-on-Werkstatt. Heute zeige ich euch ein Interface, das viele von euch vielleicht gar nicht mehr kennen. Das Add-on lässt sich besonders leicht aktivieren. Man muss hier einfach nur auf Add-ons klicken und alles deaktivieren. Na gut, den Blast Profiler kann man vielleicht anlassen. Und hier ist es schon, das WoW Standard Interface. Ich dachte mir, ich zeige euch das einfach nochmal, denn viele haben das sicher schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Da hat man hier unten seine Zauberleiste mit 12 Knöpfen, auf die man seine Zauber legen kann und die man dann auch hiermit aktivieren kann. Man kann auch hier mit den Pfeiltasten zu einer weiteren Zauberleiste umschalten. Oder auch mit Shift 1, 2, 3 und so weiter kann man nicht nur 4, nicht nur 5, nein sogar 6 Zauberleisten umschalten. Und wenn einen das Umgeschalte nervt, kann man hier auch einfach in den Interface-Optionen zusätzliche Leisten anzeigen. Bis zu 4 Stück gibt es da. Ha, dann sieht das so aus. Da sollte wirklich genug Platz für jeden sein. Hier unten findet man seine Taschen, kann man auch 5 Taschen in die Slots legen. Und dort hat man dann jetzt seinen ganzen Kram drin. Es gibt sogar einen Schlüsselbund für den ganzen Schlüsselkram, den man so hat. Weiterhin sind noch interessant hier diese Unit Frames. Die sind nämlich mit einem runden Porträt und nur 2 einfachen bunten Linien dran, die Hitpoints und die Mana anzeigen. Sieht auch mal ganz interessant aus, wie man die denn noch gestalten kann, außer immer nur mit schwarzen, mit bunten Klötzen. Für die Schlachtgruppen gibt es hier auch ein Interface, wenn ich das noch finde. Ah genau, hier sieht man die Schlachtgruppe und man kann da sogar sich kleine Gruppen anzeigen auf den Bildschirm ziehen, für die es sogar noch ein paar Optionen gibt hier, dass man die Hintergründe ausblenden kann. So kann man seine Schlachtgruppenmitspieler schön im Blick halten. Hier oben rechts sieht man die Minimap, da hat man schön seine Umgebung im Blick und da werden auch immer ein paar Pfeile angezeigt, wo denn die Gruppenmitglieder sind oder irgendwelche Questgeber oder Orte. Hier oben gibt es recht wenig Knöpfe, wie euch vielleicht aufgefallen ist. Ein paar zum Hin- und Herzoomen, eins um die Weltkarte aufzumachen. Und hier kann man sich noch aussuchen, was man denn jetzt gerade sucht. Und das wird einem dann als gelber Punkt auf der Karte angezeigt. Okay, zugegeben, so ganz ernst gemeint war diese Add-on-Werkstatt nicht. Aber ich persönlich habe auch lieber weniger Add-ons drauf als mehr, denn die belasten ja auch die Rechenpower vom Prozessor und belegen im Zweifelsfall nur unnötig Platz auf dem Bildschirm. Und so ist es vielleicht mal eine Anregung, einen Neujahrsputz einzulegen und den Add-on-Ordner mal ordentlich aufzuräumen. Macht's gut und guten Rutsch!
So, das war's für 2007 von der BAFT-Show. Einige unserer Kollegen erholen sich ja noch von den Auswirkungen der Weihnachtsfeier. Wir sehen uns wieder in alter Frische im neuen Jahr. Bis dann. Hallo, liebe Buffys. Wir haben eben gerade diese beschissenen Mützen genommen, gekriegt. Müssen die jetzt tragen. Steht im Vertrag. Und steht, müsst ihr tragen, wenn wir euch das sagen. Reimt sich sogar. Bla. 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 Soll ich jetzt einen Weihnachtsgruß machen, ja? Läuft die Kamera schon? Bla. Bitte, du kannst das hier. Bestimmt. Da brauche ich Anschwung. Das sind sogar zwei Bommeln. Das gibt einen riesen Bums, wenn er dich trifft. Pass auf. Spannung. Also, hier ist Fidget und ich wünsche euch frohe Weihnachten und ganz viele Geschenke. Und jetzt du. Ja, hier ist Shakes. Und ich wünsche euch auch ganz viel Weihnachten. Und ich habe mir Weihnachten bestimmt die AK und das Pony mitbringen. Wir können ja stille Nacht im 2007 Dings machen. So. Okay. Nein. Stille Nacht, yo, Alter. Heilige Nacht, yo, Alter.